Hallo, mein Name ist Tom Freudenthal. Ich bin der Gründer von Centered Learning und wir bringen seit Jahren Menschen bei, wie man schneller liest, sich besser konzentriert, sich besser motiviert beim Lernen und generell mehr und schneller Wissen aufnimmt. Und Menschen nutzen dann unser System im Büro, im Alltag, für ihre Hobbys, aber auch vor allen Dingen fürs Studium oder für die Weiterbildung. Und eine Frage, die wir ganz oft bekommen, ist, warum schaffe ich so wenig Lesestoff? Oder anders ausgedrückt, warum ist am Ende des Tages noch so viel zu lesen auf meinem Schreibtisch? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Die hängt damit zusammen, dass Sie alles im gleichen Tempo lesen. Und das ist nicht sinnvoll, weil jedes Mal die Leseabsicht ja eine ganz andere ist. Wenn ich zum Beispiel Romane lese, dann möchte ich die Stimmung miterleben, mit dem Helden mitfiebern, Dinge sehen, Gefühle erleben. Das ist was völlig anderes, als wenn ich Fachliteratur lese zum Beispiel. Da will ich Wissen rausholen. Oder wenn ich E-Mails lese, dann möchte ich rausfinden, ist da irgendwas Wichtiges für mich drin, und zwar möglichst schnell. Und im Fachbuch selbst ist es natürlich auch oft so, dass da Passagen drin sind, die nicht so spannend sind, die nicht interessant sind im Moment und die man dann durchaus schneller lesen könnte. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder Passagen, wo die Informationsdichte sehr hoch ist, wo vielleicht viele Fachvokabeln drin sind. Und da ist das dann schon komplexer, dann müsste man ein bisschen langsamer lesen. Anders ausgedrückt, das Lesetempo muss flexibel ablaufen. Und das ist etwas, was bei den meisten Menschen nicht so ist. Bei denen ist das Lesetempo wie einbetoniert oder eingerastet an einer bestimmten Stelle. So, was ist jetzt die Lösung? Die Lösung ist, das Lesetempo anzupassen je nach Qualität des Textes. Oder anders ausgedrückt, je nach Informationsdichte oder je nach Anzahl schwieriger Fachvokabeln oder je nach Vertrautheit mit dem Thema. Und das alles bestimmt nämlich die Fähigkeit des Gehirns, diese Worte, also diese schriftlichen Zeichen, die dort zu sehen sind, zu entschlüsseln oder ihnen eigentlich in Wirklichkeit, was da passiert ist, ihnen Bedeutung zuzuweisen. Und das ist auch das, worum es beim Speedreading wirklich geht. Nämlich nicht alles jetzt in Lichtgeschwindigkeit zu lesen, sondern es geht darum, das Lesetempo zu flexibilisieren und anzupassen an die jeweilige Komplexität des Textes oder an die Leseabsicht. Allerdings, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist aber auch sehr wichtig, wer generell schneller lesen kann und das vernünftig aufgebaut hat in Stufen, also wirklich auch mit vollem Verständnis schneller lesen kann, der hat in der Regel auch sehr viel höhere Konzentration, ist besser motiviert und das Verrückte ist, auch das Verständnis ist höher. Aber warum das so ist, das erzähle ich Ihnen in einem der nächsten Videos. Das war mein Tipp für heute. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann schlage ich jetzt Folgendes vor. Irgendwo hier auf dieser Seite muss ein Link sein, der heißt centered-learning.de. Centered-learning.de. Klicken Sie da einfach drauf oder wenn nötig, geben Sie ihn nochmal ein in einem neuen Fenster, weil auf der anderen Seite habe ich eine Überraschung für Sie, nämlich 20 weitere Videos dieser Art. Die gehen alle um das Thema Lesen, Lernen, bessere Lesestrategien, höhere Motivation beim Lesen, besseres Verständnis, höheres Wissen, schneller aufnehmen, besseres Gedächtnis, all diese Dinge. Und die sind auch alle gratis. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, damit ich weiß, wo ich Ihnen den Link hinschicken soll mit diesen Videos. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Tom Freudenthal. Einen schönen Tag noch. Tschüss.